MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg mit den Fan-Talks nach den Spielen. Heute Heimspiel, ERF-Pokal. Es war ein Rückspiel und wir hatten Sabje zu Gast, was ja dein Heimatverein ist. Deshalb kennst du dich mit denen da auch aus. Und wir haben natürlich dann den perfekten Gesprächspartner für so ein Spiel gegen eine polnische Mannschaft gewonnen. Am Ende, glaube ich, mit 11 der SC Magdeburg. Ein sehr unterhaltsames Spielchen und wir sagen Hallo zum neuen roten Kartekönig vom SC Magdeburg, zu Piotr Hrabkowski. Berechtigt oder nicht berechtigt, die roten Karten im letzten Spiel und auch heute? Ich glaube nicht. Ja, vielleicht eine, zwei Minuten, ja, aber zweite war hundertprozentig, diese dritte war auch. Berlin war nicht ja. Also das war schon ein bisschen komisch heute, obwohl ich den Eindruck hatte, dass international, es waren ja französische Schiedsrichter, dass die ganz schön viel haben laufen lassen. Insofern ein bisschen, hast du den vorher irgendwie auf den Fuß getreten in der Kabine oder irgendwas? Ja, ich habe gar nicht gemacht, aber vielleicht sehe ich nicht so gut aus, sondern vielleicht sie kriegen das so. Findet ihr, dass Piotr nicht gut aussieht? Wie gut sieht Piotr aus? Lass das mal in Lautstärke. Also, danke. Vielleicht siehst du zu gut aus, mein Freund. Ansonsten zufrieden mit dem Spiel? Ja, wir haben gewonnen mit 11, bis Halbzeit war es schon 7 Tore von uns. So, wir sind zufrieden von diesen zwei Spielern, zusammen 23 Tore Unterschied. So, jetzt wie weiter vor Auslösung. Bist du irgendwie noch ein bisschen angenockt vom letzten Spiel, weil du wirkst so ein bisschen platt? Nö. Alles gut? Alles gut, ja. Was können wir machen? Jetzt ist schon vorbei. Jetzt wir müssen denken über Ludwigshafen am Donnerstag. So, wir haben immer eine neue Aufgabe. Jetzt ist wieder neue Aufgabe. Darf ich dich was fragen? Es ist immer beim ERF-Pokal auch für uns, die wir offiziell arbeiten müssen, so lustig mit der Aussprache und so weiter. Heute kann ich ja, war es richtig scheiße oder ging es halbwegs, wie wir die Namen deiner Landsleute ausgesprochen haben? Ich habe nicht gehört, so kann ich. Weil es war so geil, der Torhüter im Tor, ich hab's nicht im Kopf, ich müsste es vor mir sehen und ich bin zum Trainer hingegangen, zu Lijewski und habe gefragt, wie wird denn das jetzt ausgesprochen? Und er... Und ich habe gesagt, und ich guckte so und er hat gesagt, du hast 20 Minuten, musst du üben. Und dann hat er mir irgendwie, habe ich irgendwie gesagt und hat er gesagt, ist Dialekt, kannst du machen. Das ist wunderschön. Also wie müssen wir denn einschätzen, diese Mannschaft? Wie stark sind die? Ja, sie haben jetzt den dritten Platz in polnischer Liga. Ich glaube, dass die Mannschaft, sie können dieses Jahr Bronzemedaille nehmen. Und das ist, wie gesagt, ein Heimatverein. Ist das denkbar, dass du da mal irgendwann Trainer, Präsident oder Besitzer sein könntest? Ich glaube, dass diese Stadt ist ein bisschen zu südlich in Polen. Ich komme aus Nord. So. Ich brauche andere Vereine neben meine Stadt. Bist du ansonsten zufrieden in Magdeburg? Du bist lustigerweise, wohnst du ja in der Nähe von so Leuten, wo ich immer so Sport treibe. Da treffen wir uns dann manchmal. Da purzeln dann immer so 6, 7, 8, 10 Leute raus und es ist immer so ein schöner Familienclan. Das wirkt so, als ob du sehr glücklich in Magdeburg bist. Ja, natürlich. Ich bin schon hier dritte Jahr. Ich habe noch mehr als 3,5 Jahre. Meine Kinder sind im Kindergarten, also sie sprechen schon Deutsch. Meine Frau arbeitet hier. Also, ich bin zufrieden. Und jetzt mit Mannschaft, ich bin auch zufrieden, das sind super Leute, gute Trainer, gute Zuschauer, unglaublich hier, ist immer, ohne Bundesliga ist Halle ist immer voll, so, das ist, was brauche ich mehr? Wie sieht es eigentlich aus jetzt? Wir müssen ein paar Wochen auf deinen Partner, auf die große Maschine verzichten. Also ich weiß nicht, ob ihr den kleine Nuance gemerkt habt, geht ab heute die große Maschine, das ist Jelko Musa, die kleine Maschine ist Moritz Preuß. Ich habe mit Selko schon gesprochen, der findet das gut. Bei Moritz weiß ich nicht. Muss ich nochmal rauskriegen. Der muss ersetzt werden. Was für Pläne? Wie wird das gemacht? Weißt du das schon? Kannst du uns da was zu sagen? Wer wird dein Partner in der Abwehr sein, dann auch in den nächsten Spielen? Ja, ich denke mit Zahle jetzt. Wir probieren neue Sachen. Jetzt vielleicht auch Erik kommt gleich. Also wir müssen einen neuen Weg finden und von Training und Training, um Spiel zu Spiel besser unseren Job machen. Und ihr seid aber optimistisch? Ja, natürlich, ich bin immer optimistisch. So.
Okay, dann lasse ich. Ach so, eins will ich dich noch fragen. Wenn du runterkommst zum Wechsel, also von der Defensivarbeit und dann offensive Aufstellung ist, das sieht immer so, als ob du immer lächelst, wenn du von der Platte kommst. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, das ist meine Gesicht so. Also es ist der rote Kartenkönig und der Lächler vom SC Magdeburg, unser Piotr Hrabkowski. Viel Spaß jetzt mit den Autogrammen und mit den Fotos. Hat er mich dumm gemacht gerade? Mach ruhig hin. Piotr Hrabkowski. Na fast, ja, okay. Ist Dialekt. Ganz wichtig, dem SC Magdeburg die Daumen drücken, in Ludwigshafen ist auswärts und dann auf jeden Fall am 5.12. Knallerspiel gegen Flensburg. Und es wäre doch gelacht, wenn wir nicht so dann zu Beginn der Weihnachtszeit dann hier auch mal so einen großen Verein aus der Halle wieder rausboxen und zwar als Verlierer. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich hoffe auf viele Heimspiele noch, den RAF-Pokal betreffend, vielleicht sogar dann mit einem schönen Sieg beim Final Four in Berlin. Ach, wäre das großartig. Und dann haben wir nämlich beide das gleiche Gesicht. Dankeschön, sportfrei, nur der SC Magdeburg, ab zur Pressekonferenz.